Vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine haben Finnland und Schweden die Weichen in Richtung NATO-Beitritt gestellt. Die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hat am Montag die Entscheidung ihrer Regierung öffentlich verkündet. Es ist das Beste für die Sicherheit Schwedens und für die Sicherheit der Bevölkerung, wenn wir der NATO beitreten, und das gemeinsam mit Finnland. Heute Dienstag unterzeichnete Außenministerin Ann Linde den NATO-Mitgliedsantrag. Nach einer langen Ära der militärischen Bündnisfreiheit bedeutet die angestrebte Allianz eine Zäsur der nationalen Sicherheitspolitik. Auch BewohnerInnen von Stockholm denken nun anders darüber. Davor war ich absolut dagegen. Ich dachte, dass wir neutral sein sollten, so wie wir es schon immer waren. Aber seit der russischen Ukraine-Invasion habe ich meine Meinung geändert. Die Welt und Skandinavien sind nicht mehr so sicher. Ich denke, so ist es sicherer und wir sind Teil von Westeuropa. Es ist also an der Zeit, die Neutralität aufzugeben. Dass der geplante NATO-Beitritt Schwedens keine leichte Entscheidung war, zeigte sich in der politischen Debatte. So sprachen sich etwa die Grünen gegen einen Beitritt aus. Und mit der oppositionellen Linken-Chefin Nooshi Dadgostar meldete sich eine prominente NATO-Gegnerin zu Wort. Die Entscheidung werde über die Köpfe der WählerInnen hinweg gefällt. So sieht es auch ein Bewohner von Stockholm. In Anbetracht der Tragweite denke ich, dass ein Referendum sinnvoll gewesen wäre, weil wir auch die Konsequenzen nicht kennen. Die internationalen Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Wladimir Putin sehe zwar keine direkte Bedrohung, aber der Beitritt werde eine Antwort Moskaus provozieren. Wie genau diese Antwort sein wird, ließ der russische Präsident aber offen. Bis zu einer Vollmitgliedschaft solle es nicht länger als ein Jahr dauern. Doch zuvor gilt es auch noch innerhalb der NATO, alle Mitglieder auf Linie zu bringen. Die Türkei will dem Beitritt nämlich nicht zustimmen, vor allem wegen der Position Schwedens und Finnlands gegenüber der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Ich muss klar und offen sagen, keines dieser beiden Länder hat eine klare Position gegen Terrororganisationen. Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hat einen diplomatischen Dialog mit der Türkei angekündigt. In Kürze soll eine offizielle Delegation nach Ankara reisen, um Vorbehalte auszuräumen.